Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Motorsport Manager. Ja, das letzte Rennen war richtig genial. Platz 4, knapp am Podium gescheitert. Ja, nur 4 Zehntel, noch nicht mal eine halbe Sekunde. Hinterm dritten. Sehr bitter am Schluss zwar, aber ja, das Wetter bedingt war es doch eigentlich relativ glücklich, dass wir am Schluss besser gewesen sind. Aber diese Punkte, ja, die waren richtig gut für uns. Damit haben wir uns einen guten Vorsprung auf jeden Fall von Abstieg bewahrt. Und ich würde auch fast schon behaupten, dass wir nicht mehr absteigen. Wir haben gerade mal einen Punkt in der kompletten Saison geholt. Bis jetzt. Aber nach 11 Rennen, das wäre ein Wunder, wenn da vielleicht kommt Winsor und Team Kirov vielleicht noch, wobei vielleicht Kitano noch, aber dann wären wir 8er. Also, es wäre sehr verwundernswert. Und der nächste, der ausgebrannt ist, als Dings, als Mechaniker. Und gerade vor allem mit dem Vertrag verlängert, ne? Geil. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwie einen neuen kriegen. Hier. Gut Reifenwechsel, guten Nachtanken, guten Reparieren. Der, ja, den kann man nehmen. Würde ich jetzt mal so behaupten, wie hieß. Toll, jetzt soll ich wieder zurück. Molachi. Okay, Molachi. Gucken, dass wir nicht den falschen nämlich kündigen. So. Nein. Dann habe ich viele Leute mit M hier drin. Sag mal jetzt nicht, ich kann einen Ausgebrannten nicht mehr kündigen. Ich kann einen Ausgebrannten nicht kündigen. Ach doch. Ja, man sollte die Augen offen machen, dann sieht man vielleicht auch, dass die direkt ganz oben sind. Damit sind wir wieder im Minus, aber so viel ich weiß, ja, vielen gute, viele Sponsoren, damit würden wir jetzt halt ziemlich viel Minus machen. So, was ist der Heckflügel ist fertig geworden. Finde ich ja sehr gut. So, wir können natürlich auch was bauen. Wo haben wir richtig Probleme? Motor sind wir 7er. Ja. Getriebe 9er. Bremsen. Müssen wir mal schauen, was wir alles so illegal haben. So, wir haben illegale Bremse. Wir haben keinen illegalen Motor. Illegal Getriebe, Heckflügel. Das heißt, wir können Aufhängung, Frontflügel und Motor noch machen. Aufhängung. Kann man überhaupt was illegal machen? Ja, kann man auf jeden Fall. Minus 3 Tage Bauzeit plus 30. Wir haben aber 35. Und nochmal der drauf. Dann haben wir jetzt bei der Aufhängung 1024 Punkte. Ja, das ist ein guter Schritt nach oben. Jetzt ist wirklich schon die Frage, ob wir die noch ausgebaut kriegen von der Leistung her. Das wäre mir relativ wichtig. Gil von Rosini hat im letzten argischen Schwierigkeiten. Das war einfach nur Pech. Stimmt sogar, weil eigentlich ist es ziemlich gut. Und das Rennen war eigentlich wirklich. Was ist. Fühlt sich gut, okay, das finde ich sehr gut. Ist in Form, das heißt. Wow. Im nächsten Rennen 10er Form dauerhaft. Das ist sehr gut. Wie sieht es hier aus? Motor. Warum mache ich den Motor als Leistung? Ach ja, die nächste. Nach 14 Tagen nach dem Rennen haben wir zumindest das illegale Getriebe und den Motor. Danach haben wir richtig gute Punkte noch bei Bremsen und bei Heckflügeln noch zu holen. Genau wie Aufhängung. Ich glaube, Motor mache ich noch nicht mehr illegal, weil den sind wir ja sowieso gerade am Ausbauen. Das heißt, dann muss nur noch der Frontflügel gemacht werden. Dann sind wir, na, was das angeht, zumindest locker durch. Und wir haben noch genügend Rennen, um gegebenenfalls die Leute Sachen noch auszubauen. Leute sowieso, aber da bin ich mir noch nicht genau im Klaren, was mit ihm ist. Also er hat bisher ein gutes Rennen. Wo ist er? 3 Punkte da. Ja. Sonderlich bisher keine guten Ergebnisse eingefahren. Und hier warten ja 2 Fahrer darauf, dass wir die vielleicht anschreiben. Sandbergen ist natürlich jünger. Ja, aber hat mehr Chancen, was zu werden. Und ihn kenne ich schon, der ist sehr, sehr gut. Ist aber auch alt. Kann aber noch mehr Kraftstoff sparen, gerade für die nächste Saison. Ist das äußerst wichtig. Na, da habe ich mich noch nicht genau entschieden. Weil bisher habe ich auch noch keine Nachrichten gesehen auf diese Videos.
Oder auf das Video, wo ich gefragt habe, wer von den beiden Fahrern es werden soll. Aber dass wir auf jeden Fall einen neuen Fahrer bekommen werden, das steht sehr wahrscheinlich fest. Schaffen wir die Aufhängung überhaupt? Nö, 9 Tage. So, wir haben auf jeden Fall gute Sponsoren, hoffentlich viele Sponsoren. 6,5 Millionen für 11 Rennen. Schwierig, das heißt, man kriegt ungefähr 500.000. Ungefähr. Der fliegt wieso schon raus? Also Sepp Oil ist natürlich nicht schlecht, wir kriegen aber halt wenig pro Rennen. Da würden wir nur ein bisschen bekommen. Mach ich dem Sepp Oil, da kriegen wir auf jeden Fall relativ gut Geld. Machen zwar wenig, aber wir kriegen, okay, hier nehme ich die 400.000. Und wen können wir hier nehmen? Platz 7, Platz 10, Platz 11. Platz 7 ist machbar. Auch wenn es saumäßig schwierig wird. Platz 10 ist doch schon realistischer, Platz 11 sogar noch realistischer. Dann nehme ich Platz 10, weil in den letzten Rennen waren wir relativ oft auf den Positionen. Zumindest im Rennen. Im Qualifying weiß ich es noch nicht mal mehr. Können wir mal gucken. Qualifying, wo waren wir da so? 11. Ja, 9. 9. 9. Okay, das 4. Wow. Am Qualifying war eine Zeit lang wirklich richtig starke Jebel. Aber wir kommen größtenteils doch gut immer ins Q3 mit einem Fahrzeug. Also das ist auf jeden Fall dann machbar. Finde ich jetzt. Also kann natürlich sein, dass mal in einem Rennen nicht funktioniert. Das muss man sehen. So, Esprit führt vor Locatelli und Krüger. Das ist ein richtiger Dreikampf. Und Garuda hat wahnsinnige 7 Punkte. Das Team tut mir irgendwie richtig leid. Für Sponsoren sind wir jetzt top. Da gibt es kein besseres Team zurzeit. Boxgo sind wir 3., das war zu erwarten. 4. Und okay, da könnten wir uns auf jeden Fall noch steigern, was die Fahrer angeht. Wagen sind wir noch, nur noch 7. Okay, warten wir ab, bis wir die illegalen Sachen eingebaut haben. Dann sind wir relativ zügig, glaube ich, um Platz 5. Mindestens mal, würde ich sagen. Und dann haben wir zumindest die schwierigste Saison abgehakt. So. Okay, da habe ich minimal Minus. Das wäre noch im Rahmen. So, wir könnten eigentlich relativ viel weiche Reifen mitnehmen. Durch den Regen. Aber wir müssen natürlich immer schauen. Motor ist nützlich. Und okay, unser Wagen hat 100%. Das ist eigentlich nur die Leistung auf der. Da kommt es an. Und die haben wir im Motor definitiv nicht. Leider. Da sind wir noch dran, ihn auszubauen. Zumindest nächste Saison jetzt auszubauen. 14 Tage. Normalerweise müsste es genau reichen, vor dem nächsten Rennen diese. Ja, abzugraden. Sollten wir dann durch sein. Mit der Leistung. Zwar hätte ein Fahrzeug nächste Saison ein deutlich stärkeres Auto als der andere. Also ein Auto ist stärker als das andere, das ist aber meistens so. Aber dadurch, dass wir dann automatisch die Sachen neu ausbauen, hätte dann das andere Auto ja auch wieder einen Vorteil. Also man nimmt der zweite Fahrer nämlich die ersten Teile vom ersten Fahrzeug und so weiter und so fort. Naja, das ist eigentlich immer so. Nur gerade in der letztjährigen Asiameisterschaft, da war es ein bisschen sehr übertrieben. Dass der Jebel eigentlich relativ gut mithalten konnte, das war sehr, sehr entspannt. Okay, wir müssen natürlich aufpassen. Viel Regen. Ne, jetzt darf ich Jebel mal wieder fahren. Intermediates, okay. Ein einzigen Regen, Intermediates-Reifensatz fürs komplette Training. Brauchen ja was fürs Rennen. Das ist natürlich wieder die Frage, wann kommt der Regen. Und solche Rennen sind natürlich irgendwie interessant. Weil man weiß ja nie genau, wann der Regen kommt. Und beim letzten Mal war es ja so, dass der Regen relativ am Ende kam. Manche gar nicht mehr in die Box gingen und dadurch noch nach hinten gefallen sind. Deswegen weiß ich noch nicht genau, wie es da aussieht. Strecke sehr lang. Im Regen noch länger. Warum nicht auf Setup? Das haben wir schon eingedauert. Eigentlich
war es jetzt, glaube ich, ein Fehler, Jewels fahren zu lassen, weil sie hat eine deutlich bessere Form. Also, rein das. Meinst du damit? Weil die hat definitiv immer 10. Intermediates haben wir. Und ja, die Konkurrenz wird auch Intermediates. Also ist okay, die Strecke wird kurz wieder etwas trockener. Und zur Zeit ist die Strecke nicht nass genug für Intermediates. Dann könnten wir mit Trockenreifen sogar fast noch fahren. Aber gleich wird es eigentlich so nass, dass wir Regenreifen bräuchten. Und ich werde nicht mit Regenreifen testen. Die brauchen wir noch. Wo können wir landen? Javenkov ist relativ schnell unterwegs. Ja, Steinmann hat so ein bisschen wirklich das Zepter übernommen. Ist zwar das stärkste Team. Allgemein, was auch die Rennergebnisse angeht. 1,27,1, eine Sekunde dahinter. Ist Dylan. Ja, will sogar noch weiter. Das wundert mich. Okay, jetzt wird mehr. Das Trainingsergebnis kannst du jetzt komplett mit Tonne kloppen. Weil durch den Regen wird es komplett verfälscht. Durch einen etwas stärkeren Regen, ja. Wir sind auf einmal Top-Teams ganz hinten. Ja, hab ich nichts dagegen, ne? Also wir stehen dann ziemlich gut da, zumindest im Training. Und selbst wenn ich komplette Leistung aufdrehe, dann könnten wir jetzt nicht mehr an diese Zeiten rankommen. Und selbst den kompletten Rückstand haben wir jetzt schon im ersten Sektor. Uiui. Aber wir haben ganz zufrieden. 5. und 7. Wenn das so standardmäßig die Rennergebnisse der nächsten Saison wären, würde ich schrecklich unterschreiben. Kann aber gut schon möglich sein, dass das schon wäre. Und ich weiß auch auf jeden Fall den Grund, warum ich damals mit Predator relativ lang gebraucht habe. Ich habe illegale Sachen gebaut. Ich habe immer mit dem Auto, was es dann fertig war, einfach stehen lassen, Geld angespart und dann halt versucht, da den Wagen zu verbessern. Aber durch die illegalen Sachen kommt man doch deutlich schneller voran als mit den anderen Sachen. So, wir haben nicht mehr so viel Sprit. Die Frage, reicht das? Der Renntrim wird auf jeden Fall fertig, aber wir können Qualitrim so komplett vergessen. Das heißt, wir fahren so jetzt, ja, so noch 2 Runden, würde ich mal sagen. Und ein bisschen Sprit sparen, damit wir es schaffen. Also kann man eigentlich mal ein bisschen gucken, wie viel Sprit man spart. Wir haben zwar ein sehr spritsparendes Auto, weil wenn wir zum Beispiel auf Neutral fahren und so viel Sprit sparen, dass wir gegebenenfalls einen kompletten Boxstopp sparen könnten. Weil man sieht, wir sind schon fast auf Plus wieder. Also nächste Runde könnten wir im Plus wieder sein. So, jetzt kommt es in die Box, weil es keinen Sprit mehr haben. Okay, jetzt kommen die anderen Zeiten noch. Ja, okay. Reicht der Sprit? Das wird richtig eng mit dem Sprit, wirklich. Aber genau, alle kommen jetzt in den Lab. Also alle haben wohl Rennen drin getestet. Und der Sprit reicht wirklich. Oh. Dann sieht man mal, wir haben gut. Oh. Ja, habe ich total vergessen, die reinzurufen mal. Also ich wollte jetzt durchfahren, aber dann habe ich komplett vergessen, dass ich das Setup noch einstellen müsste. Das ist natürlich jetzt eine komplette Schwierigkeit, weil ich nicht weiß genau, was die wollen. Außer sie sagen mir, was sie wollen, so ein bisschen. Die Zeit ist trocken. Das bleibt erstmal trocken, das ist gut. So, Frontflügel ist kritisch. Motor ist okay, den können wir sogar Leistung geben. Ne, 80 bitte. So, Eckflügel auch. Mein Flügel ging ich eigentlich immer auf 85. Ja, jetzt waren die 85 mal richtig. Jetzt war 75. Okay, die. Ja, mehr Punkte können wir eigentlich kaum rausholen. Wir haben die Intermediates mit den optimalen Temperatur. Die dürfte eigentlich fast jeder dann haben. Und die selber schon reifen, das ist natürlich noch besser jetzt für Dings. Okay, ich würde mal sagen, den Wagen müssten wir härter machen. Das würde ich jetzt mal so schätzen. Und Beschleunigung. So, Mann. Jetzt passt. Okay, wir haben ein bisschen was verändert. Ja. Und da ist die Frage. Wir machen auf jeden Fall den Wagen härter. Und mehr Beschleunigung. Wir müssen halt testen. Da können wir leider nichts machen. Aber sehen wir ja, wenn es gibt 2 Versuche. Nee, ich will nicht nochmal der Staubsauger sein. Soll ein anderer rausfahren. So.
Jetzt, okay, weil die Zeit ist hier auch relativ knapp. Also maximal 2 Versuche, mehr geht hier nicht. Okay, haben wir zumindest einen Supersoft-Reifen fürs Rennen auf jeden Fall, einen frischen. Bei 7 Stück. Bei 2 Versuchen pro Qualifying. Ja. So, wir gehen auf rein, da ist die Form ist natürlich super. Und formmäßig kommt da keiner ran, weil vor allem sie geht ja nie runter, nie hoch. Das bleibt da auf jeden Fall. Ja. Jawohl, du machst einen guten Job. Mhm. Oh, ein Duell hier. Steinmann gegen Thornton. Und da gehen wir in Führung. Minimal Rückstand, das wundert mich gerade ziemlich gut. Halbe Sekunde ist auch noch sehr, sehr gut. Okay. Der Rennen kommt sehr, sehr viel schneller. Und 1,1 Sekunden. Ja. Und Jebel. Da hat 20 reserviert. Aber ich würde sagen, sie könnte es auf jeden Fall sicher. Also sie hat da guten Vorsprung auf die Fahrer. Und kann sie sogar noch einen Reifensatz sparen. Wie sieht das Setup aus? Setup haben wir verschlechtert sogar. Willst du noch weicher haben, den Wagen? Das wäre jetzt ein bisschen verwundernswert, den Wagen noch weicher zu machen. Okay, wir machen etwas weicher, so. Dafür dann wieder den Winkel mehr. Und ein bisschen mehr. So. Ich will mich rausfahren, verdammt. Ah, hier passt es jetzt, aber die Geschwindigkeit passt nicht mehr. Die war da okay. Dann würde ich mal sagen, etwas schneller. Na, dann denkt man, machen wir die richtige Richtung und dann doch nicht. Okay, weiß ich zumindest, dass die Geschwindigkeit da nicht richtig ist. Okay, bleibt ein trockenes Qualifying. Ja, neuer Versuch. Warte, bis die Strecke besser ist, die Bodenhaftung besser ist und du ein besseres Setup bekommst. Ungefähr 1,30 braucht man. Ja, mit Umbauarbeiten schicken wir den jetzt raus. Endgeschwindigkeit. Wo war da die Endgeschwindigkeit? Oh, okay. Dann probier dein Glück. Oh, ne. Der hat die Position auf jeden Fall gemietet. Warum der aber so schlecht ist, das wundert mich so ein bisschen. Also der Wagen von ihm muss aber so schlecht sein, dass er gar nicht hinterherkommt. Das sind die Sekunden langsamer als die Teamkollegin. Die immerhin best of the best ist. Ne? Also nach den Top-Teams super Zeit. Und selbst ein Panther hat noch über eine Sekunde Rückstand. Und die Reifen sind wieder kalt. Jebel, das sind auf jeden Fall deine letzten Rennen in diesem Team. Ist zwar schade, er war ein sehr, sehr guter Fahrer. Aber was er zur Zeit da anstellt, ist wirklich nicht sehr berauschend. Der S-Sektor geht ja noch. 1,4 Sekunden, damit ist er jetzt schon auf Platz, hinter Platz 10. Er darf maximal 2 Zehntel dazu kriegen. Er wird sogar langsamer. Ich hatte jetzt eigentlich mit gerechnet, dass das Setup sogar besser ist und damit er schneller ist sogar, aber nein. Ja. Also wir haben, das ist 11. Rennen jetzt, oder das 12, ich weiß nicht, 11. oder 12. Rennen. Und ich glaube, wenn kein Zufall und nur Regen bedingt im Qualifying kommt, dann wird er immer, glaube ich, auf dem letzten Platz starten jetzt. Ist ja nicht jetzt so Wunsch, aber es wird sehr wahrscheinlich so ausgehen, weil der war jetzt 3 Zehntel hinterm vorletzten. Regen. Wir probieren's. Ich mache den Wagen etwas weicher wieder. Wo war das andere? So, ein bisschen mehr. Weniger Winkel. Da passt es. Dann probier dein Glück.